Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo liebe Streaming-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist Montag, der 27. November und wir haben pünktlich zum Wochenstart drei neue Tipps für euch dabei. Los geht's mit einem Filmtipp, der die Taschentuchindustrie freuen wird. In ziemlich genau 4 Wochen ist Weihnachten und es wird langsam Zeit für passende Filme. Meistens fallen die ja recht kitschig aus und haben ein Happy End. Tipp Nummer 1 passt nicht ganz in dieses Muster. Denn auch wenn Spoiler-Alarm auf den ersten Blick wie eine typische Weihnachtsromanze wirkt, steckt in der Buchverfilmung doch ganz schön viel Schmerz. Aber eins nach dem anderen. Denn erstmal geht es hier einfach um eine richtig schöne Liebesgeschichte zwischen Michael und Kit. Ich heiße Michael. Du bist ein toller Tänzer. Und du ein miserabler Lügner. Und das ist Kit. Ich stellte mir immer vor, dass mein Leben eine typische Rom-Com ist. Du bist so selbstsicher. Du ziehst dich aus wie ein Stripper auf einer Bachelorette-Party. Oh, ich dusche normalerweise in Klamotten. Ich finde dich so toll und ich habe Angst, dass du mir irgendwann das Herz brechen wirst. Kit wird Michael das Herz brechen, denn eines Tages bekommt er eine erschütternde Diagnose und die beiden müssen sich auf eine Zukunft ohne einander einstellen. Und da kann einen allein der Trailer schon zu Tränen rühren. Vielleicht habt ihr es gerade schon an der Synchronstimme erkannt. Michael wird gespielt von Big Bang Theory-Star Jim Parsons. Die Tragikomödie Spoiler-Alarm könnt ihr ab heute bei Wow streamen. Für unseren zweiten Tipp könnt ihr die Taschentücher wieder wegpacken. Denn die Doku Robin Bank ist alles andere als zum Heulen. Darin geht es um den katalanischen Aktivisten Enric Duran, der zwischen 2005 und 2008 über 500.000 Euro durch Kredite bei verschiedenen Banken gestohlen hat. Damit wollte er sich aber kein Leben in Saus und Braus ergaunern. Ganz im Gegenteil. Er hat das Geld benutzt, um soziale Projekte zu finanzieren. Seit über 9 Jahren versteckt er sich jetzt vor der Polizei. Die Regisseurin Anna Giralt-Gries hat es aber trotzdem geschafft, mit ihm in Kontakt zu treten. Im folgenden Ausschnitt aus der Doku spricht Enric Duran darüber, wie er an die Kredite gekommen ist. Vaig començar a demanar préstecs amb la intenció de no pagar-los i d'una manera que el sistema financer no detectés que m'estava endeutant cada vegada més. Ho vaig fer amb la intenció de dedicar-ho a construir alternatives en els moments socials. Zumindest laut Trailer trifft die Regisseurin den Aktivisten sogar. Und er erzählt ihr, dass er seine Verbrechen in Robin Hood-Manier in Zukunft nicht nur wieder, sondern sogar noch größer machen würde. Die Doku Robin Bank findet ihr ab heute in der Arte-Mediathek. Last but not least haben wir noch eine Doku zum Thema Klimaschutz für euch. Genauer gesagt geht es um Blue Carbon, also blauen Kohlenstoff. Die gleichnamige Doku ist aber anders, als ihr vielleicht erwartet. Denn Host Jada G ist zwar studierte Biologin, aber auch DJ und Musikproduzentin. Und das merkt man dieser Doku sofort an. Hört selbst. Ich bin mit der Musik um die Welt gereist. Jetzt will ich was für den Planeten tun. Der Klimawandel ist ein so erdrückendes Thema. Man fühlt sich hilflos. Aber es gibt Hoffnung. Und davon will ich erzählen. Ich fahre in Küstengebiete, in denen es einen neuen Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel gibt. Es ist Blue Carbon, blauer Kohlenstoff. Blue Carbon ist eine wahre Superkraft der Natur und, wie ihr gerade schon gehört habt, vor allem in Küstenregionen zu finden. Wie genau er entsteht und warum es so wichtig ist, diese Entstehung zu fördern und zu schützen, lasst ihr euch am besten von Multitalent Jada J persönlich erklären. Die Doku Blue Carbon läuft heute um 23.35 Uhr im Ersten und ist vorab schon in der ARD-Mediathek zu sehen. Das waren unsere Streaming-Tipps zum Wochenstart. Wenn ihr uns gerade über Spotify oder Apple Podcasts hört, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Und vergesst nicht, uns zu folgen, dann landet die neue Folge morgen direkt in eurem Feed. Die Tipps für heute hat Caroline Geiwes rausgesucht, Audioproduktion Stanley Baldauf. Mein Name ist Anja Bolle, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.